unter erneute Minus. Nur die Technologiebörse Nasdaq konnte sich leicht im Plus halten. Der breiter gefasste Dow Jones Index gab erneut um 0,5% nach, sein Endstand 15.334 Punkte. Plakativeres Beispiel, der San Andreas Graben. Erdbebenforschung hat genau dasselbe Problem. Wollen wir jetzt noch mal einen Tower in San Francisco bauen? Ja oder nein? Der Graben wird aufgehen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Frage ist nur, wann? Letzten Endes muss man ja schon sagen, dass natürlich das Ganze überhaupt ein heißer Reifen ist, um es mal so lapidar zu formulieren. Wir wissen ja nicht die Folgen, nicht? Also, wozu führt das dann eigentlich?